Hallo, liebe Freunde, in der Mitte und an der Seite. Ja, hallo, AfD, AfD, komm! Unser Fanclub feuert uns kräftig an. Das ist schön. Liebe Freunde, in der Menge gefragt, warum sind Sie heute gekommen? Und ein Herr hat mir einen Zettel in die Hand gegeben und gesagt, das sind die Gründe, warum ich gekommen bin. 7. Januar 2015, Paris, 12 tote Redakteure in der Redaktion von Charlie Hebdo. November 2015, Massenmord, 140 Opfer im Bataclan-Club, auch in Paris. März 2016, Brüssel, 34 Tote, hunderte Verletzte. 14. Juli, islamistischer Attentat in Nizza, 80 Tote. Und liebe Freunde, ja, auch hier, ein Pakistaner hat hier bei Würzburg in einem Regionalzug mit einer Axt 4 Menschen erschlagen. Und das ist der Grund, warum wir alle heute hier sind. Der Terror ist nach Deutschland gekommen. Der islamistische Terror ist nach Bayern gekommen. Der islamistische Terror ist hier nach Würzburg gekommen. Und ihr da links und rechts, ihr klatscht dem Terror. Wissen Sie, und in den Medien wird gesagt, es würde eine Stimmung der Angst, der Hysterie und des Hasses herrschen mittlerweile. Ich muss sagen, ich habe keine Angst. Ich sehe hier auch keine Hysterie. Ich sehe sehr wohl aber sehr viel Hass da und da. Und ich sage es klipp und klar an all die Schreiberlinge in den Medien und auch die Politiker, die uns ständig unterstellen, wir hätten Angst. Nein, liebe Freunde, wir haben keine Angst. Wir empfinden auch keinen Hass. Wir sind wütend. Wir wollen euer Geschwafel von Integration nicht mehr ertragen. Und wenn wieder Tote zu beklagen sind, lautet nicht die erste Frage bei der Suche nach dem Motiv, was wir falsch gemacht haben. Die erste Frage ist, was hat der Täter falsch gemacht? Warum hat er so gehandelt? Und auch an die Adresse der SPD und der Grünen. Schutzbedürftig nach Terroranschlägen sind nicht diejenigen, die Terror zu uns bringen. Schutzbedürftig sind hier in Deutschland, in unserem Land, wir, die Bürger Deutschlands. Deswegen, es muss Schluss sein mit der merkelschen Politik der offenen und unkontrollierten Grenzen. Wir wollen nicht jeden reinlassen. Wir wollen wissen, wer da zu uns reinkommt. Und wir wollen entscheiden, ob er reinkommt. Und wissen Sie, ich habe mir sagen lassen, dass es hier nach dem Axtattentat hier in Würzburg sogar eine Demonstration von etwa 50 Menschen gegeben hat. Es waren alles Flüchtlinge, die in Würzburg leben. Und das waren auch Moslems, die in Würzburg leben und die gesagt haben, nicht in meinem Namen. Und die haben sich von dem Attentat distanziert. Ich finde das schön, dass sogar 50 von den Flüchtlingen sich distanzieren. Das verdient schon Respekt. Aber es reicht bei Weitem nicht. Wir haben alleine in München
5000 unbegleitete Migranten, die behaupten, jugendlich zu sein. Jeden Tag werden es 30 mehr. Wir haben in ganz Deutschland 60.000 unbegleitete Migranten, die behaupten, jugendlich zu sein. Und sie kosten uns jeden Monat 240 Millionen Euro. Jeden Monat. Das sind 4.000 Euro pro Nase. Liebe Freunde, das ist doch Wahnsinn. Und liebe Freunde, wenn ihr sagt, 99% von den Asylbewerbern sind friedlich, und wenn ihr sagt, Refugees welcome, ist das überhaupt kein Trost. Denn wenn nur 1% von denen, ich weiß, die Wahrheit tut weh, aber jetzt seid ihr gekommen, jetzt müsst ihr euch die anhören. Wenn nur 1% von denen genauso tickt wie der Attentäter, dann haben wir hier 600 tickende Zeitbomben in Deutschland. Und das sind 600 zu viel. Wir wollen hier keine importierten Zusatzgefahren in Deutschland. Und liebe Freunde, es ist doch ganz klar, ohne die unkontrollierte Zuwanderungspolitik der Regierung Merkel, ohne die offenen Grenzen, hätte es das Zugattentat von Würzburg gar nicht gegeben. Und Katrin hat das schon angesprochen. Das, was passiert hier in Deutschland, das ist das, ihr fordert das Dümmste und Teuerste, was es nur geht. Wenn ihr sagt, alle sollen nach Deutschland kommen, das ist das Dümmste und Teuerste, was gibt. Es gibt alleine 67 Millionen Migranten. 67 Millionen Migranten. Allein in Afrika gibt es 200 Millionen Menschen, die auswandern wollen. Wir können die nicht alle nach Deutschland aufnehmen und wir wollen die auch nicht alle nach Deutschland aufnehmen. Deutschland ist keine Psychotherapie-Coach für alle Problemfälle der Welt. Wir haben hier schon genug Problemfälle rechts und links stehen. FAZ hat geschrieben, gerade am 20. Juli, das ist gar nicht so lange her, 75 Kilometer von hier gab es in Aschaffenburg. Nach Erkenntnissen des Bayerischen Verfassungsschutzes versuchen dort Islamisten seit Monaten, Kontakte zu Migranten herzustellen, um sie zu radikalisieren. In Aschaffenburg heißt diese zehnköpfige salafistische Gruppe Islamistische Jugend Aschaffenburg und tarnt sich, ja, Sie ahnen das schon, als Hilfsorganisation für Flüchtlinge. Ähnliche Vorgänge registriert der Verfassungsschutz in München, Augsburg, Kelheim und Schwandorf. Warum findet da nicht mal eine medienwirksame Razzia statt? Stattdessen veröffentlicht der Verfassungsschutz, macht der kleine Flyer und gibt Tipps gegen solche aggressiven Missionierungsversuche. Wir brauchen keine Flyer, wir brauchen einen ordentlichen Schutz für unsere Gesellschaft. Liebe Freunde, was wir brauchen, ist Ende der unsäglichen Diskussion über Integration. Die Integration ist gescheitert. Wir brauchen eine Diskussion über die Rückführung von diesen Leuten.
Und ich sag's nochmal. Wir haben keine Angst. Wer hier aber Angst haben sollte, das sind die verantwortlichen Politiker da oben, die für diese Misere verantwortlich sind. Denn ich sage, Gnade euch Gott. Wir werden hier weiterkämpfen und wir werden siegen. Und wenn wir an der Regierung sind, wir werden euch alle zur Verantwortung ziehen. Ja.